Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCT Stöpsel. Heute sind wir hier auf einer Strecke, die nicht so viel gefahren wird hier bei VRC. Ich muss sagen, leider, denn ich finde die Strecke wirklich total geil. Das habe ich aber heute Mittag schon erwähnt. Und wir sind hier unterwegs mit dem 110er Nitro in dem Spec. Also wir werden den übernächste Woche hier die Strecke nochmal wiedersehen in Modified. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf und bin mal gespannt, wie das auch mit Modified denn hier fährt. Da das mit Stock wirklich ziemlich einfach gefahren ist. Und ich bin, wie gesagt, wirklich sehr gespannt. Und dann wir haben hier noch 8 Leute mit dabei hier im A-Finale. Und wenn ich dieses Rennen hier gewinnen sollte, was wir nachher sehen, oder ich kenne ja das Ergebnis schon, dann habe ich eigentlich schon die Rangliste gewonnen. In der Rangliste genauso wie auch in dem Rallye, was wir die Tage schon hatten. Dann habe ich das aber vergessen zu sagen. Rallye habe ich im Prinzip schon gewonnen, da ich genug Punkte Vorsprung habe, selbst wenn ich nicht mitfahren sollte, habe ich eigentlich schon gewonnen. Ich fahre zwar trotzdem mit, aber selbst wenn ich nicht mitfahren sollte, habe ich schon gewonnen. Genauso ist das dann hier heute auch. Also wenn ich hier gewinne, habe ich eigentlich schon gewonnen. Und der Tobias Lindgren, den wir jetzt hier in dem Bild haben, der hat dagegen halt was, ne? Der ist zwar jetzt neu in der Sportversion mit dabei, der ist vorher Club gefahren, war aber zu gut und musste dann schon früher in Sport aufsteigen. Das war das, was ich in Rallye und hier in der Klasse hier nicht machen wollte, aufsteigen, sondern ich wollte mir natürlich den Titel holen in der Sportversion. Und das sieht ziemlich gut aus für mich. Bisher 2,5 Sekunden Vorsprung. Und zum meinem Konkurrenten, dem Winfried, sind das sogar schon fast 4 Sekunden Vorsprung. Aber wir haben ja auch eine Viertelstunde Racing. Also da kann das auch passieren, dass da noch irgendein Fehler kommt. Aber wir sind mal gespannt. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal hier rein. Wir haben jetzt noch 11 Minuten knapp auf der Uhr. Und dann schauen wir mal, wer alles überhaupt mit dabei ist. Wie erwähnt, bin ich natürlich mit dabei. Mit meinem Serpent hier unterwegs. Dann haben wir Tobias Lindgren mit dabei. Nee, Winfried Antonia mit dabei, der sich jetzt auf die 2 vorgeschoben hat. Mit einem Intercept ist er am Start. Hat mich auch gefragt, nach ein bisschen Setup, Winfried. Und ich hoffe, dass ich ihm da ein bisschen helfen konnte. Und hat sich schon nicht mehr gemeldet gehabt. Von daher glaube ich, dass er da ziemlich zufrieden war. Und ich auch zu ihm gesagt habe, dass er einfach mal anschauen soll, wo er da die Zeit verliert. Und mich dann einfach fragen soll, was er mal anders einbauen soll. Aber eben durch den Fehler da von ihm kämpft sich Tobias Lindgren wieder auf die 2 mit seinem X-Ray. Dann haben wir von der 3 den Howard Lou mit dabei, mit einem X-Ray hier am Start. Dann haben wir von der 4 den Endpunkt Peter.
Der ist unterwegs mit einem X Intercept. Dann haben wir Trevor wieder mit dabei. Mit einem Serpent. Auch er kämpft hier noch um die Plätze in der Endrangliste. Endrangliste ist ja eh nochmal was. Also wir werden jetzt nach übernächster Woche, wo die RD6 vorbei ist, werden wir mal schauen. Da werde ich euch dann wieder die Rangliste einmal hineingeben. Da, ja, wie vom Papi das glaube ich schon erwähnt, also vor ein paar Tagen, dass man dann einfach mal gucken kann, was man da so gefahren ist. Und damit man sich dann auch ein bisschen ausrechnen kann, was man werden muss und pipapo. Ich muss sagen, ich bin bisher eigentlich ziemlich zufrieden, wie ich da stehe. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt die nächsten Rennen noch so bringen. Aber wir schauen jetzt hier erstmal weiter, denn wir haben noch zwei Stück mit dabei. Wir haben hier von der 8 den Santi Pilo mit dabei. Mit einem X-Ray ist er hier am Start. Und dann haben wir von der 10 den Kunio mit einem... Boah, was ist denn das? Mit einem Mugen Psyche hier am Start. Also wir haben den Kunio mit dem einzigsten Mugen hier am Start. Als stärkstes haben wir den X-Ray mit dabei. Dann haben wir den Serpent und Intercept noch mit dabei und wie schon erwähnt, den Kunio mit dem Mugen. So, wir schauen mal hinein. Winfried 3 Sekunden hinter Tobias Lindgren und so, ich muss ja doch noch mal eine Pause machen. Irgendwann noch eine zweite, müssen wir mal schauen. Ich hoffe nicht. Und ja, wir haben jetzt 8 Minuten oben. Also die ersten gehen jetzt gleich in die Box. Wir schauen mal, hier oben gibt es ja ein paar Abstände, die etwas kleiner sind. Wir haben zwischen 1 und 2 8 Sekunden, 2,5 Sekunden dahinter Winfried. Das ist ja ziemlich einseitig. Ich schau mal bei mir hinein. Okay. Wir setzen uns mal auf den Heckflügel. Und schau mal. Der Heckflügel ist ein bisschen doof, nehmen wir mal so. Fahren wir ziemlich konstant. Gleich in die Box gehen. Jetzt haben wir hier Howard Lou vor mir. Und auch den Kuno. So, ich gehe in die Box. Wir schauen. 26,8. Wir müssen uns die zweite Runde auch mal anschauen, da das die Zeitnahme auch durch die Box geht. Und die zweite Runde ist dann eine 21-0. Gar nicht schlecht. Tobias Lindgren in der Box. Winfried geht auch hinein. 26-3. Also eine halbe Sekunde aufgeholt hier von Tobias.
Schauen wir schon mal, ob er das in der zweiten Runde hier halten kann. Mal schauen. Na, da verliert er wieder 2 Zehntel. 21,2. Winfried 26,8. So wie ich auch. Und danach 21,1. Ein Zehntel in den zwei Runden da verloren. Howard Blue 27,9. Mit Timestop. Und dann schauen wir, was auf die zweite Runde. Wie gesagt, 23,2, also ziemlich viel verloren. Peter 31,0 und eine 23,1. Trevor 28,6 und 23,2. Dann haben wir Santi 28,9, 24,6 und den Quino mit einer. Er hat noch keine, sondern geht jetzt erst in die Box. Aber seine Zeiten sind auch genauso schnell wie meine Tankstops. 35,7 von Queno. Vorne Abstand zwischen mir und Tobias mittlerweile auf fast 10 Sekunden angewachsen. Also damit sollte die Geschichte eigentlich schon fast beendet sein. Wir haben jetzt noch 3 Minuten circa auf der Uhr. Aber auch trotzdem kann noch alles passieren. 25,3 Krone, zweite Runde. Wir schauen mal, Trevor und Peter, Abstand 1 Sekunde. Wir schauen. Jetzt wird es gerade ein bisschen ruckiger. Aber nicht schlimm. Abstand 0,5. Trevor kommt näher ran an den Peter. ...02 der Abstand. Und noch 2 Minuten auf der Uhr. 2 Minutes to go, 2 Minutes. Die Messung war 0,3, aber Trevor ist jetzt richtig nah dran an Peter. Probiert und geht ganz knapp vorbei. Ne, geht nicht vorbei. Mit 0,018. Aber wir müssen jetzt beim Peter mal hier drauf. Also da werden wir gleich zurück switchen, denn wir schauen jetzt dann erstmal auf die schnellsten Rennrunden. Meine schnellste Rennrunde 20,5,3,6. Tobias 20,7,1,4. Winfried 20,6,8,6. Howard Lou 21,1,1,4. Trevor 21,3,1,6. Peter 21,7,2,8. Santi 21,7,3,0. Und Greno 23,6,7,0. Ah, Peter jetzt mittlerweile 3 Sekunden Rückstand auf Trevor. Und noch 20 Sekunden auf der Uhr. Ich schaue mal hier beim Pool-Setter. Meine Wenigkeit. Average Lap von 20,8, 20,9 würde ich sagen. Naja, so 20,8. So, 5 Sekunden noch auf die Uhr, ich gehe drüber, Winfried geht noch drüber. Dann schauen wir bei Tobias, time is over, finish the lap, ja. Ich habe hier zumindest schon mal gewonnen. Tobias ist fertig, Winfried und mich haben wir jetzt hier. Das sind die letzten beiden, die dann über Start ins Ziel gehen. Und alle Fahrer sind fertig.
Wir schauen aufs Endergebnis. Das ist hier. Ich kann mir hier wieder den Sieg holen vor Tobias Lindgren, Winfried auf der 3, Howard auf der 4, Trevor auf der 5, Peter auf der 6, Santi auf der 7 und Queno auf der 8. Und damit gebe ich weiter an die komplette Endrangliste und wir hören uns dann morgen wieder. Und bis dann. Ciao, ciao.